Weiter geht's mit Weird Park Broken Tunes. Der letzte Part war ein bisschen kurz. Ich hatte gedacht, ich hätte schon etwas länger gespielt, aber nun ja, kann man nichts gegen machen. Im letzten Part haben wir uns hier die Kamera ist klar, die Taschenlampe geholt und auch Batterien dafür gefunden und, ja. Jetzt überlege ich gerade, was wir nochmal damit machen mussten. Ach ja, genau, wir mussten hier oben reingucken. Eine Spinne. So, jetzt haben wir hier einen Benzinkanister. Wofür brauchen wir den denn nochmal? Nee, dafür nicht. Dafür auch nicht. Ach genau, für die Säge. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, 3 Tage nicht gespielt. Nee, ist glaube ich sogar schon 5 Tage her. Und ein neues Teil für die Broken Tunes. Schallplatte. Ja, jetzt können wir hier mit der Säge so ein bisschen... Tada! Und wir können durch. Ich brauche dafür eine Batterie. Dort gehören wahrscheinlich die rohen Maiskörner hinein. Ah, okay, dafür brauchen wir die Autobatterie. So viel zu tun. Ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an. Ja, das sieht doch schon sehr wimmelig aus. Wir brauchen eine 11. Auch mal schön. Da, das war aber leicht. Ein Pinsel und ein Kürbis. Da ist der Kürbis. Da ist der Pinsel. Knopf, Kompass und Brille. Der Kompass. Egal. Hammer, Schaufel und Widderzeichen. Das ist das Widderzeichen. Schaufel. Maiskolben brauchen wir auch, wusste ich es doch. Da ist der Hammer. Das war auch einfach. Ein Teddybär. Das war ja noch einfacher. Und eine Socke. Jetzt brauche ich immer noch einen Knopf und eine Brille. Das dürfte aber nicht so schwer sein. Knopf. Und die Brille. Du hast was gefunden. Ein Hammer. Ich habe gerade irgendwie nicht auf die Uhr geguckt. Liegt mein Handy hier irgendwo? Nee, natürlich nicht. Ich nehme jetzt mal meinen 3DS als Uhr. Ja, wo gehen wir denn? Erstmal hier hin. Hallo. Warum beobachtet dieser Rabe? Versteckt der irgendwas? Farragate Treasure, okay. Ich frage mich, wo der zweite Teil der Platte ist. Die hier? Nee, anscheinend nicht. Hier mit dem Messer, okay. Schatz des Pharaos. Aber kein Geld. Okay. Das Tor ist verschlossen und ich weiß nicht, wie man es öffnet. Ich sehe nirgendwo eine Klinke oder einen Hebel. Okay. Sie ist Kind schon wieder. Hallo, wo willst du hin? Ah, hierfür braucht man bestimmt auch noch so eine Scheibe. Ein Teil des Gesichts fehlt, genau. Entführer tot. Nach dem Tod des Zirkusclowns Louis, wie auch immer, fand die Polizei Beweise, dass er in die Farragate Park Entführungsfälle verwickelt war. Und ich habe schon voll Mitleid mit dem gehabt, weil der ausgebuht worden ist. Die Treppe ist kaputt, aber ich könnte sie mit einigen Rettern, die ich dabei habe, reparieren.
Ich muss noch festnageln, andernfalls halten sie nicht. Cool, ne? Ich sollte zuerst die Zahnräder und den Riemen ersetzen und erst dann die Maschinen starten. Ah, okay. Da hätte ich ja sein können. Das Gesichtsfragment ist unter dem Achterbahnwagen eingeklemmt. Wie komme ich da heran? Hiermit? Oh, keine Ahnung. Achso. Da wollte ich auch gar nicht hin, sondern dahin. Wenn noch Helium in der Flasche ist, könnte ich sie verwenden, um einen Ballon aufzublasen. Anscheinend hat niemand mehr diese Heliumflasche benutzt, seit die Eigentümer den Park geschlossen haben. Zu welchem Zweck wohl die Waage neben dem starken Mann dient? Wirklich weiter kommen wir hier nicht, aber wir müssen hier wieder was suchen. Spielkarte, Wagenheber und Fahrradpumpe. Interessant, alles liegt wieder hier, sogar der Hammer. Spielkarte? Boxhandschuhe, Dreierkugel, da. Pfeife, Perlenkette und Bürste. Rettungsring. Blume. Sheriffstern. Da ist die 8. Hier sind die Boxhandschuhe. Jetzt wollen wir noch die Fahrradpumpe. Hat hier schon jemand gesehen? Ich habe mir fest vorgenommen, dieses Spiel ohne Hinweise zu schaffen. Um einem gewissen Jemand, der für jeden Käse Hinweise nimmt, die Stirn zu bieten hier. Konkurrenz zu machen, genau. Dieser Jemand weiß bestimmt, dass er gemeint. Das ist ein Kugelschreiber, das ist schon mal keine. Die muss ja eigentlich silber oder schwarz sein, oder? Ach, Fahrradhupe. Toll. Ach ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe jetzt einen Wagenheber dabei. Ah, damit kann ich den Achterbahnwagen heben. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Im Moment ist es nicht von Interesse. Was? Warum nicht? Toll. Ah, kann ich vielleicht mit dem Messer die Batterie rausschneiden? Oder mit dem Bolzenschneider? Schade. Und hier vielleicht den Riemen? Hm, na gut, dann nicht.
Nichts könnte mich dazu bringen, meine Hand in den Teich mit dem großen Piranhas zu stecken. Ich werde mir etwas anderes überlegen müssen, um den Schraubenzieher zu kommen. Da ist ein Magnet, damit können wir bestimmt den Schraubenzieher rausholen. Was steht hier in unserem Buch? Tja, nichts Neues irgendwie. Tja. Ah, Moment, können wir den hier erschrecken? Die Gamma-Konstellation. Ah, okay. Das müssen wir da oben benutzen. Hat er das Bild in seinem Notizbuch? Runter, schräg rechts und dann schräg rechts und schräg links. Okay. Ah. Oh Gott, da ist dieses Kind da oben. Könnt ihr das sehen? Da müsst ihr euren Bildschirm etwas heller verstellen oder ein bisschen kippen oder so. Auf jeden Fall sitzt der da oben und guckt mich an. Das ist ziemlich gruselig. Irgendwas ist in dieser Lampe. Ich wette, die Kreatur, die ich verfolge, hat es dort zurückgelassen. Dagegenhauen? Ein wurmstichiger Apfel. Oh, Moment. Oh, da lästert gerade jemand über mich. Ich kann die Schnur nicht mit bloßen Händen zerreißen, aber ich könnte sie mit etwas zerschneiden. Was ist das denn? Mais. Ah, und die nächste Schallplatte. Das nächste Schallplattenstück. Die Tür ist verschlossen, das Bedienfeld ist beschädigt. Ein wenig Sprengstoff würde helfen. Pff, ja, okay. Liegt hier bestimmt rum. Kissen, Geldbörse und Zirkel. Kissen, Geldbörse, Zirkel. Halmflagge, Schraubenschlüssel. Ach, Helm. Boah, ich kann auch nicht mehr lesen, ne? Verkehrszeichen. Blitz. Türklingel, ja, keine Ahnung. Mikrofon. Der Cracker. Das ist Geschenk. Also die Wimmelbildeinlagen sind sehr einfach. Also ich glaube, da bräuchte niemand Hinweise. So, Türklingel. Da. Ich habe einen Schraubenschlüssel erhalten. Ich möchte den Luftschacht durchsuchen, aber er ist zu hoch, um ihn ohne Hilfsmittel zu erreichen. Aha. Okay. So. So.
So, jetzt haben wir schon mal die Batterie raus. Das ist gut. Aber hier gibt es auch was Neues zu suchen. Ein Kaktus und zwei Fotos. Ein Teekessel. Sichel, Lineal und Glas. Glas. Sichel. Lineal. Bleistift, Besen, Münze. Gut. Telefon und Taschenuhr. Ich habe eine Münze erhalten. Ah, okay. Nee, da gibt es nichts Neues. Hier aber. Diesmal brauchen wir hier diese Gitterdinger, so Silent Hill Style. Aber hier sind noch andere Teile, seht ihr das? Die werden wir bestimmt früher oder später auch brauchen. Ich brauche noch eine so eine Leiter. So ein Leiterstück hier und so ein Nagel. Der dürfte schwer zu finden sein. Da ist die letzte Leiter und hier ist der Nagel. Machen wir erstmal Popcorn. Und jetzt haben wir den Magneten. Mit dem können wir hier garantiert das Dingens rausholen. Nein. Gut. Dann nicht. Schade. Das klang jetzt logisch, oder? Aber vielleicht können wir uns hier ja eine Angel zusammensuchen. Das machen wir noch und dann mache ich einen Cut. Also diesen Abschnitt hier, was immer wir suchen müssen. Wo ist die Banane? Ein Radio und da ist der Kugelschreiber. Und ein Radio, ein Halbmond. Da ist die Violine. Da ist der Fächer. Medaillon. Eidechse. Ein Schmetterling, der ist da. Das ist keine Eidechse, das ist eine Schlange. Eine Angelrute, ja, seht ihr? Angelrute. Die ist da. Bügeleisen und eine Brieftasche. Hier ist der Halbmond. Das ist kein Medaillon, das ist ein Kompass. Eidechse. Jetzt fehlt immer das Bügeleisen. Das muss ja eigentlich ziemlich groß sein. Das wird auch genau so ein altes Bügeleisen sein. So. Jetzt können wir den Magneten mit der Angelrute kombinieren. Nein. Nicht. Können wir überhaupt irgendwas kombinieren? Jetzt können wir vielleicht das hier dem Mannequin geben. Und da den Magneten dran machen. Ich könnte die Angelrute benutzen, um den Schraubenzieher da rauszuholen. Genau. Merci! So, bewaffnet mit dem Schraubendreher, wo ich jetzt eigentlich gar nicht so genau weiß, was ich denn genau damit möchte.
damit kriegen wir bestimmt das Gitter auf. Wir machen ja mal eben die Leiter hier hin. Oh, ein Gewehr. Also nicht ein Gewehr, sondern eine Pistole. Aber eine sehr große, sehr alte Pistole. Ja, raus wollte ich gar nicht. Also, was uns jetzt im Büro von Mr. Greening erwartet, seht ihr im nächsten Part.